Bund gehen wir jetzt auf die kantonale Ebene mit unserem dritten Speaker, Matthias Manzau. Herzlich willkommen, Matthias. Ich stehe ein bisschen zur Seite. Matthias ist Head of Data beim Statistischen Amt vom Kanton Zürich. Er ist allgemein bekannt für sein Engagement im Bereich nutzenzentrierte digitale Transformation im Kanton Zürich und darüber hinaus. Und er wird uns jetzt noch einen Reality-Check geben. Er wird über den Reality-Check und der Verwaltung reden und die Anwendung von Machine Learning. Herzlichen Dank. Grüezi miteinander. Danke vielmals für die nette Einleitung. Ich lege gleich los. Ah, du musst mir noch die Folien einstellen. Jetzt zum Reality-Check Machine Learning in der Verwaltung. Kurz zu der Präsentation. Ich baue auf der grandiosen Vorarbeit von Christian Ruiz und Patrick Arnecke. Ich bin jetzt hier zu mir, ich bin Leiter der Hauptabteilung Data und Amtschef ad interim des Statistischen Amts des Kantons Zürich, Co-Leiter der strategischen Initiative Daten zusammen mit Anne Metzner und Vizepräsident der COSTAT. Die COSTAT ist die Konferenz der regionalen statistischen Ämter der Schweiz. Und was verstehen wir in der Verwaltung unter KI, Maschinenlernen und algorithmischen Entscheidsystemen? Ich schließe mich Bertrand, wir übernehmen auch die Terminologie des CNAI, die kann ich sehr empfehlen, lesen Sie die einmal durch, die hilft beim Verständnis. Ich möchte gar nicht mehr in die Details gehen bei der Terminologie. Was mir wichtig erscheint, ist, was Bertrand auch schon gesagt hat, das induktive Vorgehen von Machine Learning. Also wir gehen von den Daten aus, wir gehen nicht von einer Theorie aus oder einem Weltverständnis, sondern wir nehmen die Daten und leiten Regeln ab. Und kurz möchte ich noch auf die automatisierten algorithmischen Entscheidsysteme eingehen. Da sind die Übergänge fließend. Also wir können rein logische Entscheidungen haben, zum Beispiel ein Blitzkasten. Also wenn ich zu schnell fahre, schießt er ein Foto. Und das kann dann immer komplizierter werden, wenn die Regeln immer breiter werden oder immer größer werden oder wir immer mehr Parameter haben in einem neuronalen Netzwerk zum Beispiel. Wie haben wir diese Systeme erprobt, um Dienste für Nutzende zu verbessern oder Abläufe für Mitarbeitende zu vereinfachen? Wir haben natürlich zuerst eine Studie in Auftrag gegeben. Die Studie sollte die rechtlichen und ethischen Grundlagen klären, die wir haben zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. Ich werde auch hier nicht weiter darauf eingehen. Nadja Braun-Binder, eine der Autorinnen der Studie, wird am Nachmittag noch vertieft dazu sprechen. Auf was ich kurz hinweisen möchte, ist, dass die Studie eine Checkliste enthält, wie wir künstliche Intelligenzsysteme oder automatisierte algorithmische Entscheidsysteme klassifizieren und in Abhängigkeit davon, was für Anforderungen wir an die Transparenz stellen. Das stellt durch diese instrumentellen Prinzipien sicher, dass wir die ethischen Grundsätze einhalten, auch beim Einsatz von KI. Das ist zum Beispiel Gerechtigkeit und Fairness, Beneffizienz, die Schadensvermeidung oder auch die Autonomie. Also Autonomie, das meint auch die Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger und der Einwohnerinnen und Einwohner. Hier ein Beispielprozess, wie er in der Verwaltung häufig vorkommt. Paulina hat bereits auf einzelne Sachen hingewiesen. Ich möchte Ihnen die Details zu diesem Prozess ersparen. Sie kennen das alles aus der Arbeit in der digitalen Transformation, aber ich möchte auf zwei Teilaspekte dieses Prozesses näher eingehen. Nämlich, wenn eine Kundin oder ein Kunde eine Leistung bei einem Kanton sucht oder anfragen möchte. Und Paulina hat es erwähnt, wir haben da das Problem, dass vielleicht die Regeln für diese Leistung, also das kann ein Stipendium sein, das kann ein Antrag sein, nicht klar definiert sind oder nicht gleich gefunden werden. Und das verursacht dann Aufwand, und zwar nicht nur in der Verwaltung, sondern auch bei den Nutzenden. Und das führt auch zu Frust, wenn man die Antwort nicht gleich findet. Und vielleicht stellen die Bürgerinnen und Bürger dann eine Anfrage via Telefon, via Kontaktformular, via E-Mail. Und das verursacht dann wieder Aufwand in der Verwaltung. Jetzt gibt es hier für Machine Learning mehrere Ansätze, wie man dieses Problem unterstützen können. Also das Ziel wäre, den Zeitaufwand für Nutzende und auch die Verwaltung zu reduzieren. Und wir können zum Beispiel bei der Triagierung helfen. Also wir können schauen, dass die Anfragen, die hereinkommen, an die richtige Stelle weitergeleitet werden. Das ist ein klassisches Anwendungsgebiet für künstliche Intelligenz oder Machine Learning. Oder wir können auch Intent Recognition betreiben. Also wir können einen Algorithmus trainieren auf allen Anfragen, die wir bereits hatten
und dann versuchen abzuleiten, was die Absicht der Kundinnen und Kunden ist und unsere Webseite auf diese Absichten aufbauend strukturieren, damit Nutzende besser ihre Informationen finden. Oder wir können auch Antwortvorlagen generieren, also mit Natural Language Processing, natürlichsprachliche Antworten generieren, die wir dann einfach den Kundinnen und Kunden zuschicken können. Das erspart viel Zeit bei der Formulierung von E-Mails. Ein zweiter Bereich aus diesem Prozess ist die Einreichung von Dossiers. Es kann sehr aufwendig sein, diese Dossiers zu prüfen. Genügen Sie den formalen Ansprüchen? Sind sie unterschrieben? Sind sie gestempelt? Ist es das richtige Dokument? Ist es gut strukturiert? Ist alles ersichtlich auf dem Dokument, was ich erkennen muss? Solche Fragen. Also die formalen Ansprüche können wir mit Machine Learning unterstützen. Wir haben das ausprobiert mit Object Recognition. Entschuldigung, kommen wir sehr schnell an ein gutes Ergebnis und können zum Beispiel dann den Mitarbeitenden helfen, die Dokumente zu prüfen und sehr schnell sagen, ob sie den formalen Ansprüchen genügen. Jetzt könnten wir aber noch einen Schritt weiter gehen. Wir könnten den Nutzenden die Möglichkeit geben, die Dokumente selbst zu prüfen auf unserer Webseite, bevor sie sie abschicken. Das hätte auch noch ein bisschen einen pädagogischen Aspekt, wenn die Nutzenden verstehen, was gemacht wird und wir ihnen das erklären und es nimmt sogar der Verwaltung noch Arbeit ab. Also das wäre, vielleicht wäre das sogar noch der bessere Ansatz. Was sind die Erkenntnisse aus diesen zwei Anwendungsfällen? Quick Wins sind sehr schnell möglich. Also wir können sehr schnell mit Machine Learning diese Prozesse unterstützen. Und es kann bei mehreren Prozessschritten unterstützen. Aber wir wissen aus der digitalen Transformation, dass wir nicht unsere analogen Prozesse einfach ins Digitale übersetzen sollten. Und wenn wir es nachhaltig implementieren wollen, dann müssen alle Bereiche, also dann muss sowohl die Fachdomäne, die sich auskennt mit dem Themengebiet, zusammenarbeiten mit den Data Scientists, mit dem Recht für die rechtlichen Grundlagen, auch mit anderen Expertinnen und Experten und wir brauchen auch die Infrastruktur. Wir brauchen auch die Anbietenden der Services, damit wir es direkt in die Services integrieren können. Weil wenn ich es in einem separaten, auf einer separaten Webseite oder in einem separaten Tool machen muss, dann ist das eine Hürde, dann wird es nicht gemacht werden. Also diese Logins in der Verwaltung auch mit CMS und anderen Sachen, das sind ein Problem bei der Implementierung solcher Quick Wins. Und dann sind die Herausforderungen meistens erst dann, wenn wir es wirklich produktiv setzen wollen. Deshalb wird es wahrscheinlich auch so viele Piloten geben und noch relativ wenig produktiv eingesetzte Systeme. Ein drittes Beispiel, das wir ausprobiert haben, ist eine Triagierung. Wir wollten hier die Studie, die gemacht wurde und 2021 veröffentlicht wurde, an einem realen Szenario testen und diese Checkliste durchspielen. Und wir haben dann Interviews geführt mit Mitarbeitenden im Kanton Zürich und sind auf den Case gekommen, auch noch in Anbetracht, dass wir unkritische, da öffentliche Daten verwenden wollten, dass die Kantonsanfragen, die zugeteilt werden müssen an die zuständigen Stellen, dass das einen großen Aufwand verursacht. Und in Zusammenarbeit mit der Abteilung für digitale Verwaltung und E-Government der Staatskanzlei haben wir dann das Projekt begonnen. Das Problem ist, dass diese Triage eine repetitive und quantitativ aufwendige Aufgabe ist. Die meisten Anfragen sind inhaltlich sehr einfach zu triagieren. Bei den komplexeren Anfragen wird es dann aber schwierig. Und der Nutzen, den Machine Learning hier bringen kann, ist eine Zeitersparnis, auch eine Qualitätsverbesserung, weil ich meine eigene Entscheidung spiegeln kann mit der Entscheidung der künstlichen Intelligenz. Und so werde ich wie noch hinterfragt und muss es mir vielleicht nochmals überlegen. Für komplexe Anfragen wäre zudem eine automatisierte Unterstützung sehr hilfreich. Und was die Interview-Partnerinnen auch gesagt haben, ist, dass die Vereinfachung erwünscht wäre, aber es sollte ins bestehende System integriert sein. Wir haben hier zwei ergänzende Ansätze gewählt. Hier sehen Sie, wie das ausgesehen hat. Wir haben eine kleine Webseite programmiert, da kann man die Anfrage hineinziehen und dann gibt es unten zwei Resultate. Das Resultat 1 auf dem ersten Ansatz, das Resultat 2 auf dem zweiten Ansatz. Und so hat das dann ausgesehen für Anwenderinnen und Anwender innerhalb der kantonalen Verwaltung. Zum ersten Ansatz, hier haben wir basierend auf bestehenden Daten, also das waren 8470 Dokumente aus der Kantonsratsdatenbank, die über eine API zugänglich ist, einen Algorithmus trainiert,
der aufgrund der bestehenden Kantonsratsanfragen und bestehenden Antworten, die darin integriert waren, herausgefunden hat, selber die Regeln extrahiert hat, welche Anfrage muss ich welcher Direktion oder vielleicht sogar welchem Amt, welcher Verwaltungseinheit zuteilen. Hier gibt es eben diese mehreren Ebenen und das werden wir noch sehen, das war ein bisschen ein Problem. Die Vorhersage war sehr gut, ich komme nachher noch bei den Erkenntnissen darauf zurück. Der zweite Ansatz, den wir aus den Interviews mit den Mitarbeitenden extrahiert haben sozusagen, war, dass die Mitarbeitenden für die Triage die Verordnung über die Organisation des Regierungsrats und der kantonalen Verwaltung, die VOG, benutzen. Also das ist ein Gesetz, das sagt, welche Direktion ist für was zuständig. Und dann haben wir alle diese Themen, die Direktionen zugeordnet sind, genommen und dadurch eine semantische Nähe trainiert. Und so versucht, neue Kantonsratsanfragen über diese semantische Nähe zu den definierten Themen zuzuordnen. Hier war das Ergebnis leider weniger gut. Jetzt kann man spekulieren, wieso das Ergebnis hier weniger gut wäre. Das ist sicher eine spannende Untersuchung. Auf der Direktionsebene hat vor allem der erste Ansatz eine sehr hohe Accuracy erreicht. Das 92,5% wurden richtig zugeordnet. Auf Amtsebene ist die Datenqualität leider zu schlecht. Wir haben ein GEFER, das Geschäftsverwaltungssystem, ist auf mehrere Direktionsinstanzen verteilt. Das sind nicht die gleichen IDs. Wir haben Probleme bei der Zuordnung von Ämtern oder bei der Schreibweise von Ämtern. Deshalb konnten wir hier keine guten Vorhersagen machen, welches Amt schlussendlich eine Anfrage beantworten sollte. Und der Ansatz 2 mit der semantischen Nähe hat gar keine guten Ergebnisse geliefert und er dauerte auch viel zu lange. Und die Schlussfolgerung, die eigentlich schade war, es hat eigentlich sehr gut funktioniert, Ansatz 1 hätte zur Unterstützung hinzugezogen werden können, aber die Integration in das bestehende System war mit sehr hohen Kosten verbunden, deshalb hat man bis jetzt davon abgesehen. Zum dritten Beispiel, ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin, ich lasse es, glaube ich, weg, nur kurz, schnell. Es ist eine Zusammenarbeit und das finde ich sehr schön, über alle föderalen Ebenen hinweg. Also wir arbeiten zusammen mit dem Data Science Kompetenz Center bei Bertrand Loiseau, mit anderen Kantonen über die Chorstadt und auch mit dem Swiss Data Science Center der EPFL. Schön ist, oder die spannende Erkenntnis an diesem Projekt ist, vielleicht wurden wir sogar überholt von der Entwicklung in der künstlichen Intelligenz. Wir werden noch sehen, wir haben hier eine Null-Fehler-Toleranz, also wir können nicht ChatGPT verwenden, wir müssen wirklich sicher sein, dass die Antwort stimmt. Aber ich glaube, das Spannende war an dem Projekt sowieso der Weg. Wir haben gelernt, zusammen zu programmieren, gemeinsam an GitHub-Repositories Code zu bearbeiten. Und es hat extrem geholfen, Wissenstransfer sicherzustellen vom Swiss Data Science Center, vom DSCC zu den Kantonen, zwischen den Kantonen. Solche Projekte sollten wir unbedingt mehr machen in diesem Bereich. Jetzt, mit welcher Haltung begegnen wir dem enormen Potenzial und den großen Herausforderungen? Wir sehen rasante Fortschritte. Das merken wir alle, sogar Expertinnen und Experten sind von der Entwicklung überfordert. Aber vor allem haben wir Fortschritte auch gesehen in der Zugänglichkeit der Systeme, wie einfach sie anwendbar sind. Und wir haben Fortschritte gesehen in der Mensch-Maschine-Interaktion. Ich bin überzeugt, dass diese Mensch-Maschine-Interaktion sich wesentlich verändern wird in den nächsten Jahren. Und das wird auch Auswirkungen auf die öffentliche Verwaltung haben. Und auf diese Veränderungen müssen wir uns vorbereiten. Und wie können wir uns vorbereiten? Es gibt Rechtsgrundlagen, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir sie auf künstliche Intelligenz anwenden sollen. Also wir haben ein Diskriminierungsverbot, wir haben ein Datenschutzgesetz, aber was heißt das genau für die künstlichen Intelligenzsysteme? Das ist die Herausforderung und deshalb müssen wir vor allem werteorientiert arbeiten. Also wenn wir emergent practices haben, in einer komplexen Situation sind, wo wir noch nicht genau wissen, wohin es geht, müssen wir ausprobieren, wahrnehmen, was passiert und darauf reagieren. Und so schaffen wir ein Verstehen der Entwicklung.
KI kann auch als Katalysator dienen, das merke ich immer wieder in meiner täglichen Arbeit. Es ist so ein bisschen wie ein Signalverstärker für die nicht gemachten Hausaufgaben der digitalen Transformation. Also wenn wir unsere Hausaufgaben wie gutes Data Management, gute Data Governance, weil in Good Data We Trust war das Motto der Transform 2020 und wir sind noch nicht ganz da, oder? Wenn wir das nicht machen, dann wird es jetzt richtig schwierig. Und deshalb ist auch die strategischen Initiativen im Kanton Zürich, dieses gemeinsam digital unterwegs, so enorm wichtig. Und ich glaube, in der jetzigen Entwicklung wird es noch wichtiger werden. Wir haben 5 strategische Initiativen und es deckt sich glücklicherweise ein bisschen mit, was Bertrand gesagt hat auch. Also wir sehen hier alle so ein Allein, das ist Datenrecht, Infrastruktur, Organisation und Leistungen. Und diese 5 Bereiche müssen zusammenarbeiten, um die Probleme zu lösen. Und dann, was auch ganz wichtig ist, ich habe es ein bisschen angetötet, ist, dass wir die ganze Wertschöpfungskette betrachten. Daten sind nicht neutral. Wir müssen wissen, in welchem Kontext Daten erhoben worden sind, um darauf dann Algorithmen zu programmieren. Wir müssen wissen, wie die Daten transformiert werden. Und wir müssen die Nutzenden ins Zentrum stellen. Und die Nutzenden ins Zentrum stellen, das heißt, dass wir den Dialog suchen. Und zwar von Anfang an, von der Problemdefinition, also was wollen wir überhaupt machen, bis zur Implementierung. Immer im Dialog sein mit den Nutzenden, sowohl intern wie auch extern. Was dient uns als Kompass bei diesen Emerging Practices? Natürlich die digitale Ethik. Die wird immer wichtiger werden, auch für die öffentliche Verwaltung. Wir haben die Rechtsgrundlagen, wir haben die KI-Studie, was bedeuten die bestehenden Rechtsgrundlagen für den Einsatz der künstlichen Intelligenz. Und dann ist auch ganz wichtig in dieser Zeit, glaube ich, dass Data and Statistical Literacy noch wichtiger werden wird. Und zwar nicht nur für Expertinnen und Experten, sondern für alle Mitarbeitenden der Verwaltung, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und wir dürfen nicht davor zurückscheuen, auch die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen in dieser Diskussion. Also wir müssen dieses Thema der Statistical und Data Literacy auch heraustragen. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass diese fairen Care-Prinzipien, die Sie vielleicht kennen, also das ist findable, accessible, interoperable, reusable und collective benefit, authority to control, responsibility und ethics, diese kommen eigentlich aus dem Datenbereich, oder? Aber ich glaube, mit ein bisschen Anpassung kann man diesen Gedanken, der da bei den Daten drin ist, auch auf Machine Learning übertragen. Wir müssen eine lernende Organisation sein und um eine lernende Organisation zu sein, müssen wir eine offene Organisation sein. Wir müssen durchlässig sein auf beide Seiten. Wir müssen unser Gelerntes gegen außen tragen und mitteilen. Aber wir müssen auch Gelerntes von anderen Verwaltungseinheiten oder anderen Kantonen mitnehmen und aufnehmen. Das ist meines Erachtens sehr wichtig. Und dann, nicht zuletzt, mein Schlusswort Transparenz. Mittels Checklisten können wir herausfinden, welche Transparenzanforderungen wir an welche Systeme haben. Wir müssen mitteilen und auch erklären, was wann gemacht wird, wieso, auf der Grundlage welcher Daten. Nur wenn wir das machen, können wir das Vertrauen erhalten in diesen Zeiten, die sich schnell ändern. Besten Dank.